Hallo. Es ist Montag und das heißt ein neues Video, also eine neue Woche, ein neues Video. Diese Woche, wie schon gesagt, und eigentlich hat auch Lou schon den Anfang gemacht mit diesem Thema, also die Videobotschaft könnt ihr euch auch auf unserem Blog angucken, The Nosy Rosie. Und ja, leider ist die Tonqualität sehr schlecht von diesem Video. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber danke, also herzlichen Dank. Grüße an Lou. Ja, eben, jetzt fangen wir eben Klischees über Lesben. Also mir fallen da schon so einige ein. Und ich denke mal, ich habe von allen eine bestimmte Vorstellung. Stereotypen. Also halt diese typischen Bilder, die man halt im Kopf hat. Und wenn ich mir das mal, jetzt habe ich nämlich mit Erschrecken festgestellt, wenn ich mir jetzt mal überlege, was ich von Lesben für ein Bild im Kopf habe, dann ist das schon diese Holzfällerhemden-Lesbe, die ich so erstmal im Kopf habe. Das hat sich halt bei mir so mit der Zeit so eingeprägt. Deswegen fand ich das auch nie besonders toll, eigentlich so zu sein. Deswegen habe ich auch sehr lange Zeit gebraucht, mich halt zu outen. Weil dieses Bild, was ich habe, schon so eher so ja, sehr markante Gesichtszüge, kurze Haare, was für mich heißt eigentlich praktisch so eine Stoppelfrisur. Dann auch in den Bewegungen sehr männlich. So Holzfällerhemden. Ja, aber das ist ungefähr für mich das gleiche Bild, wie wenn ihr jetzt mal sagt, Holländer, denkt ihr mal was dabei, da denke ich an die Antje, die den Gas verkauft mit der Hütchen und mit der Dorn, mit den Schuhe, versteht ihr? Die Antje, die vor der Windmühle steht. Die Beliebtheit des echten Holland Gouda wird von Tag zu Tag größer. Antje bringt Käse aus Holland. So stelle ich mir das dann auch vor. Und mit das anderen, da habe ich eben halt so ein Bild. Kann ich nichts machen, ist drin. Und ich sage ja mal die Wahrheit. Und das ist wahrscheinlich bei einigen Menschen so, dass die das so im Kopf haben. So ein Bild. Also ist es an uns zu zeigen, wir sind nicht so. Also wenn ich jetzt an Schwule denke, dann muss ich gerade mal überlegen. Also da habe ich schon eher ein Bild von einem hübschen, gepflegten Mann im Kopf. Hallo, ich bin der Michael und ich glaube es gerade nicht. Naja, sie reden immer so durch die Nase so ein bisschen, wa? Und sind von ihnen ihren Bewegungen auch sehr feminin. Und so. Da. Und oh, und ja. Ja, so ungefähr. So ungefähr habe ich da meine Klischees. Eigentlich ist das sehr erschreckend. Aber ich habe für euch jetzt mal ein paar Bilder zusammengestellt. Und ich sage immer, was ich zu denen denke. Und ja, das wird ein schönes Spiel werden. So, das erste Bild, kennt ihr die? Ja, das ist von der Serie The L Word, Alice. Ich weiß gar nicht, wie die richtig, also im richtigen Leben heißt. War jetzt auch zu faul nachzugucken. Finde ich, würde ich nicht erkennen. Würde ich, also zumindest passt das nicht in mein Stereotypenbild rein. Dann die Anne Will. Wenn ich es nicht wüsste, dann würde ich das auch nicht sehen. Dann hier haben wir die Böttinger, die kann ich zwar nicht ausstehen und so. Die könnte aber auch meine Nachbarin sein, die eben mit dem Johannes verheiratet ist. Sicher, klar, der Kurzhaarschnitt und so. Und wenn man es weiß, dann kommt, ja, klar, sieht man. Aber wenn ich es nicht wissen würde, Das ist hier übrigens die, kennt ihr die Cher? So eine Sängerin. Und die, das ist die Tochter.
das entspricht dann schon eher so ein bisschen meinen Stereotypen. Dann haben wir hier Ellen DeGeneres. Wenn ich es nicht wüsste, nein. Hella von Sinn. Also ich meine, ja, sicher, klar, ist die, aber ich finde, so typisch sieht die jetzt auch nicht aus. Das sind so Pseudo-Lesben, also die eigentlich sich Männer mehr angucken, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht schon ein schöner Anblick, obwohl, also ich finde die jetzt gar nicht besonders. Ja, und irgendwie, da würde ich also meine Hand ins Feuer legen, dass die also nicht lesbisch sind. Und dann haben wir noch die Shane, schon eher, die ist ja so eher so der männliche Typ. Und da könnte man das schon eher vermuten. Aber je länger ich drüber nachdenke, desto mehr wird mir bewusst, dass es wirklich kein typisches Gesicht gibt. Und wollte euch da mal ans Herz legen, dass es, dass solche Stereotypen immer gemacht werden oder solche Ansichten immer so gemacht werden, um gewisse Leute einzuteilen, in gewisse Schubladen zu stecken. Und ich glaube, euch kann man auch nicht in irgendeine Schublade stecken, oder? Also ich meine, zum Beispiel ihr gehört jetzt, ihr zählt euch als lesbisch, gut. Komm, ihr seid in einer Schublade drin. Für diese Schublade gibt es ein allgemeines Bild, was sich so in der Welt manifestiert hat mit der Zeit. Und das ist eben nun mal so. Dann denkt man eben, hat man so bestimmte Vorstellungen davon. Diese Bilder können sich aber auch verändern, indem ihr ein positives Bild nach außen tragt. Ich will damit nicht sagen, was positiv und was negativ ist oder so. Also ich finde einfach immer, dass man einfach seinen eigenen Stil beibehalten soll, egal wie der ist, ob das jetzt passt zu einer Lesbe oder eben nicht. Das ist wohl sehr zweitrangig. Ja, seid einfach so, wie ihr seid, zieht euch so an, wie es euch gefällt, schneidet euch die Haare so, wie es euch gefällt, verstellt euch nicht auf irgendeine Art und Weise, das ist ganz wichtig, und lasst euch nicht in irgendeine Schublade stecken. Weil ihr seid alle eigene Individuen, individuelle Leute mit den unterschiedlichsten Lebensvorstellungen und Talenten und so weiter und so fort. Ja, wie seht ihr denn das? Kennt ihr so Klischees oder seid ihr schon mal in irgendwas eins reingedrückt worden oder was sagen denn eure Freunde oder einfach Leute, mit denen ihr zusammen seid? Was sagen denn die dazu? Oder habt ihr schon mal irgendwie abwertige Kommentare gehört? Oder ja, also schreibt mir doch mal eure Meinung oder sagt mir eure Meinung. Ich freue mich wirklich über eure Videos. Riesig, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ja, ich würde mal sagen, ich beende hier das Video mal. Und ja, hoffe von euch bald zu hören. Ja? Okay, macht es gut und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Tschüssi.